Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Landesum. Ja, man weiß nicht, Krimi, ne? Ist ja nicht so einfach. Ne? Wir sind jetzt ziemlich pleite, weil ich musste das Grundstück da oben zukaufen, das ging gar nicht anders. Ich habe das alte Tor nicht aufgekriegt, damit wir die Mission machen können. Habe ich mir das Grundstück jetzt dazu geschietet, kann ich hinterher wieder verkaufen und schreibe das Geld wieder weg. Es ging um Verrecken nicht das Tor auf, kaufst das Grundstück, geht das Tor auf, so kann er da hinfahren, wir können die Mission beenden, fertig. Das ging auch gar nicht. Das fand ich halt nicht schicki vor allem, bin ich immer ganz ehrlich. Hätte mir mehr auch vorher sagen können. Beim nächsten Mal bin ich schlauer. Oder auch nicht, weil wusste ich ja nicht, ne? Man blöde Kikeriki und hast du nicht gesehen. Egal, wir machen hier weiter. Wir müssen ja an der Arbeit sein. Wir haben hier jede Menge zu tun. Wir müssen eigentlich gleich mal festpacken, ne? Ich hätte hier so eine Walze gekauft, ne? 40 auch heute. Eine Walze, weil wir auch festfahren müssen, ne? Also der GT ist noch am Kalten, glaube ich. Wenn er nicht fertig ist. Aber glaube ich nicht. Big N hatte ich rüber geschickt, ne? Deutz ist mit Wender auch schon da. Und der ist noch am Kalten, ne? Boah, fehlt noch. Das läuft. Die sind auch voll. Das läuft auch. Nur das gibt ein bisschen bornig viel. Wenn wir noch Silagebahn von machen müssen, das geht gar nicht anders. Das ist viel zu viel, was da zusammenkommt. Kannst du denn, ey, da hast du ja gleich alle Vielsilos bald vor. Machen wir gleich ein Bild. Wir müssen Walzen festfahren. Dann müssen wir nachher sehen, dass wir den Wender da noch anstellen, bei einem, wo der Big M jetzt am Main ist und dies und das. Nur Premium. Das war ja nicht so günstig, ne? Aber tja, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Weiß ich Bescheid. Wir sind jetzt stolze Besitzer eines neuen Hofs, den uns die Gemeinde gestiftet hat, ne? Nicht. Schickere. Nee, ist hier noch ein Walzen da, ne? Wir haben auch noch eine Fläche zu walzen. Da sind wir noch nicht mit durch, ne? Ich hätte vor der Folge mal aufs Klo gehen sollen, ne? Cool! Hier ist ein Walzen, ne? Müsste gleich fertig sein. Die ist fertig, kann das sein? Muss man auch noch umsetzen, aber ich muss auch mal meine Silage jetzt 10 Silo kriegen. Komm nicht voran. Weil immer ist irgendwas. Dann machst du dies, machst das, machst jenes. So, den können wir auch gleich nochmal eben losschicken, ne? Der kann den Schwader schon rüberbringen. Da steht meine neue Silo-Walze. Die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Da wir gerade Zeit haben. Nicht. Hier habe ich uns gegönnt, ne? Zum Festform. Ich glaube zwar nicht, dass er zu günstig war mit dem Moped, aber probieren wir aus. Ist so heutzutage Home, so was, ne? So, Abfahrt. Und vor.
gucken uns das mal von außen an, wie das so läuft. Das war, glaube ich, keine gute Entscheidung. Verdichtet 100%? Wollt ihr mich gerade für ohne People? Was ist das denn? Das sind noch keine 100% verdichtet. Ich bin doch gerade erst einmal drüber gefahren. Da stand gerade verdichtet 100%, oder habe ich falsch gelesen? Fahren wir hier nochmal drüber? Jetzt war 100% verdichtet. Ja, gut, stimmt hier doch nicht. Okay. Können wir schon mal ausmachen, die brauchen wir nicht mehr. Das ist krass. Das ist crazy. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Einigermaßen glatt ist. Dann müssen wir noch ein paar Wagen reinfahren, ne? Deswegen lieber einmal mehr drüber fahren. Einigermaßen glatt haben. So vernünftig wieder mit dem Ladewagen durchfahren kannst. Das ist ja eine coole Walze. Echt von Olli. Wollen wir nicht lange fahren. Fest fahren, meine. War nicht so einfach in der Außenansicht, ne? Wenn du gewohnt bist, Innenansicht zu fahren, ist Außenansicht fahren nicht so einfach. So, du kommst da rein. Wir binden dich wieder hinter. Nur wissen, damit ich weiß, wo ich anfangen muss. Ne? Nee, sonst würde ich den gar nicht in der Außenansicht starten. Immer schön platt gefahren hier. So, das ist schön, was da gemacht hat, ne? Das ist so nix, ne? Der Silo fahren einfach, ne? Wenn dann nur einmal mit der Walze drüber fahren muss und das ganze Ding ist schon dicht, das ist ja ein Premium. Dann kannst du auch mal Silo fahren. Warum wird der Wagen nicht leer? Bin ich für Home People? Wird denn den Tempomat höher gestellt? Oh ne, dann kann das nichts werden. Das war ja jetzt uncool. Na gut, wir müssen hier noch was hinfahren. Ne? Puh.
haben wir noch ein Stück, Svenny. Gucken wir mal an den Hubel. Oh, passt ungefähr, ne? Ungefähr. Nicht helle Best, aber passt ungefähr. Aber auch eben rüberfahren, ne? Kannst den schon mal mitnehmen, Kollege? Ja, ein bisschen großzügiger rausfahren, ist immer sicher. Sicher ist sicher, ne? Sind ja auch keine kleinen Ausfahrten hier, ne? So, du fährst mit Feld 200. Boah, war an der Cursor, ne? Wo ist denn der Cursor? Ich wollte schon seit 12 Millionen Folgen mein Mauspad festnageln. Ich hab's immer noch nicht gemacht, ne? Asche auf mein Haupt. Oh, Schari. Ist am Zedern. Da geht, wer langt der dann nicht lang drauf? Ist, glaube ich, noch zu früh, den loszuschicken, wa? Weiß auch gar nicht, wo der Big M ist. Aber wir können schon mal Kurs machen. Meter. Fahren wir ruhig zweimal. Ne, mach mal scharf. Können wir den aber noch nicht losfahren lassen, ne? Speicher. Genau. Felsfahrer. Kurs speichern, aktivieren, wenden, 17N. Okay, perfekt. Du kannst noch Pause machen. Hinten ist sie. Du lässt aber ganz schön viel stehen, Kollege. Lass dich das gesagt sein. Lass dir das gesagt sein. Ja, läuft. 10%, alles klar. Die muss rübergefahren werden. Die muss den Ölrettich noch walzen, ne? Da, wo wir Zuckerrüben oder Kartoffeln pflanzen. Da muss auch noch gewalzt werden. Damit das schier ist, da ist fertig. Perfekto. So, da wir jetzt so viel noch an Stissel haben, könnten wir nachher auch dann noch rein theoretisch Steine sammeln, ne? Oder der bringt eben die Presse rüber oder was das. Müssen wir noch sehen, ne? Da werden wir noch einige Zeit dran verbringen an den Missionen. Ja, ist so. Da werden wir noch einige Zeit dran rumtüten. Aber für euch auch mal gut zu wissen, ne? Aufpassen bei Missionen, ne? Wenn ihr da über den Hof fahren müsst oder so, dann ist man nicht so schickifeini, ne? Weil wegen geht nicht. So, den stelle ich erstmal nur hier hin. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. So, liebe Leute, ich sage jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!